Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Castlevania Lords of Shadow. Wir sind immer noch in der Vampirburg und ich würde sagen, so langsam wird es dann doch mal Zeit, dass wir der Fürstin der Vampire gehörig in den Arsch treten. Oder wollen wir sie auch gar nicht lange warten lassen, machen wir uns doch gleich auf zur Außenmauer. Curious, isn't it? Love can be a powerful weapon, it seems, even to those who are dead. Laura has spared him. Though she has the power to take his life, she has given it back, and all for love. Perhaps she remembers her true mother's arms around her, comforting her before she became this creature. Perhaps she remembers the feelings of love thought long lost to her heart all those years ago. A child's love is without bitterness or boundaries, a pure love. I wonder what will become of her, this lost soul, when we kill her present mother and send her to the pits of hell where she belongs. Tja, da bin ich sowieso mal gespannt, welche Rolle sie dabei spielen wird, wenn wir ihrer Mutter gegenübertreten. Und hier sieht's ganz und gar nicht gemütlich aus. Oh crap, ich sehe einen sehr ungemütlichen Aufstieg vor uns. Da wartet ein gutes Stück Arbeit auf uns. Oh, ich sollte natürlich auch was drücken, wenn ich losspringe. So, wir wollen uns noch mal ein bisschen rekapitulieren, was beim letzten Mal so passiert ist. Irgendwie kriege ich es mit den Tasten gerade nicht hin. Wie war denn das? Jetzt muss ich aber ganz kurz schauen. So, war rollen? War greifen die Rechte? Oh, hier liegt was. Gar nicht gesehen. Da liegt eine Schriftrolle. Kannst du mal sehen. Der habe ich nicht gesehen dort. Das war eigentlich bloß Zufall jetzt. Ordensritterschriftrolle. Ich habe ein kleines Kind in der Finsternis weinen sehen. Zuerst wollte ich sie trösten, doch etwas ließ mich zögern. Etwas Böses schien sie zu umgeben. Etwas Unheiliges. Ich bin schnell geflohen, auf die Wälle der Burg, und habe nun keine Kraft mehr. Es ist mir nicht gelungen, viele Steine zu plündern, denn viele meiner Brüder kamen nicht so weit. Ich fürchte, die Aufgabe, die vor uns liegt, ist unmöglich, und die Welt ist verloren. Aber ich darf nicht aufgeben. Okay, wir erinnern uns nochmal an die Situation, die wir hatten in der letzten Folge. Wir haben gegen Loras Puppen gekämpft und haben gegen die Puppen ganz cool ausgesehen, aber welche Taste muss ich denn drücken? Meine Güte, ich stelle mich gerade wahrscheinlich echt zum Blöd an hier. Ups, das nicht. Ach, kann es sein, dass ich gar nicht schwingen muss? Das ist der Grund. Hier ist gar nichts zum Schwingen. War aber auch eine ungünstige Perspektive, um irgendwas zu sehen. Nein, wir haben gegen die Puppen ganz cool ausgesehen, aber gegen Laura selbst hatten wir ein geringfügiges Problem, denn die hat uns ganz schön alt aussehen lassen. Glücklicherweise ist in diesem Moment aber Gabriels große Liebe wieder aufgetaucht. Zumindest im Geiste. Und Laura schien es irgendwie gesehen zu haben. Und ihr kaltes, totes Herz wurde davon berührt. Glücklicherweise, denn nur deshalb sind wir jetzt noch da. Ich bin mal gespannt, ob sie sich gegen ihre Mutter stellen wird oder ob sie einfach nur passiv dann das Ganze miterleben wird. Oder ob sie vielleicht doch noch dem Ruf der Vampirfürstin am Ende folgt und sich dann doch noch gegen uns stellt. Kann ja sein. So, wie sieht's denn mit Leben aus? Ich weiß es gar nicht. Oh ja, das ist dringend nötig. Ich sehe es. So, hier hinten ist es in der Ecke. Das sollten wir uns mal anschauen. Oh, du siehst nicht allzu gut aus, mein Freund. Aber dein Chaos, dein Schattenmagiestein, der sieht sehr, sehr gut aus. Den nehme ich gern an mich. Lass mich raten, es kommen Gegner auf uns zu. Auf jeden Fall noch nicht jetzt, wie es scheint. Dann mal wieder ein bisschen Lesezeit.
Oh, ein Rätsel. Doch nichts mit Kämpfen. Ich habe sämtliche mir verbleibende magische Energie bei dem Versuch aufgebraucht, dieses Rätsel zu lösen. Aber es will mir nicht gelingen. Mir wurde gesagt, diese Hinweise sollten reichen, um eine Lösung zu finden. Doch ich schaffe es einfach nicht. Es gibt insgesamt 6 Runen, 3 einer jeden Farbe. Auf der linken Seite der Tür befinden sich 2 blaue Runen. Die Runen, die der Tür am nächsten sind und jene, die am weitesten entfernt sind, haben dieselbe Farbe wie jene, die sich vor ihnen befinden. Wartet jetzt nochmal kurz. Also wir haben 3 links, 3 rechts der Tür. Die Runen, die der Tür am nächsten sind, die beiden, und jene, die der Tür am weitesten entfernt sind, haben dieselbe Farbe wie jene, die sich vor ihnen befinden. Was? Ich verstehe es gerade nicht so richtig. Also ich verstehe die Umschreibung nicht so richtig. Ich kann es mir gar nicht vorstellen gerade. Mindestens eine der Runen, die am weitesten von der Tür entfernt ist, ist blau. Okay. Schauen wir es uns doch einfach an. Ich werde nochmal kurz ein bisschen Energie tanken hier. Und dann testen wir das Ganze doch einfach mal aus. Kann doch nicht so schwer sein. Ach, hier ist die Tür, okay. Wisst ihr was? Wir machen einfach Try and Error. Wie wär's damit? Ups. Das war schon mal falsch. Und führt zu Gegnern. Das ist ja interessant. Oh, ich sollte vielleicht mal die Lichtmagie ausmachen. Alles klar. Das macht die Sache natürlich ein bisschen interessanter. Ich dachte, es ist einfach bloß Try and Error, wie sonst auch immer. Aber dann sollten wir vielleicht wirklich ein bisschen überlegen, wie das Ganze funktionieren könnte. Aua, hey. Wusch bleiben. Was willst du denn von mir, mein Freund? Spielen wir doch ein bisschen Fußball mit seiner... Wow. Mit seiner Rübe. Ach, diese Skeletttypen. Ja, ich erinnere mich. Die waren ganz vorzüglich. So, machen wir doch einfach mal hier ein bisschen den Fehler vom Dienst. Gegen die muss ich erstmal schauen. Ich weiß nicht mehr, wie genau die Taktik gegen die war. Am besten wäre es auf jeden Fall mal, die Schilde von denen zu deaktivieren. Also, mit deaktivieren meine ich dann töten, zerstören. Schilde töten, ja, ja. So, hat er endlich seinen Dreh rumgekriegt. Das hat ja gedauert. Ah, ja, ja, komm. So, vielleicht sollte ich erstmal den Vampir wegräumen hier. Der stört doch ein bisschen. Wenn er sich denn mal rantraut. So, vielleicht noch mal ein bisschen Leben wieder auftanken. Wäre wahrscheinlich auch nicht schlecht. Oh. Hallo. So, da haben wir doch bloß noch die Skelette am Start hier. So, okay, ich glaube, das reicht an Leben. Wir müssen ja nicht sinnlos unsere... Hallo, ich bin ausgewichen. Wir müssen ja nicht sinnlos unsere Energie verschwenden. Und dann konzentriere ich mich vielleicht erstmal auf einen hier. Wo kommt denn jetzt der Vampir-Typ schon wieder her? Hatte ich die nicht schon alle? Oh, ist das nervig. Wer hat sich denn das hier ausgedacht? Da kommt man ja nie dazu, irgendwas auszulösen. Oh, du Mistkerl. Komm, dann erstmal wieder den Vampir-Typen. Wobei ich bald die Vermutung habe, die Befürchtung habe, dass von denen unendlich viele kommen. Bis wir halt die Skeletttypen platt gemacht haben. Und das wäre dann sehr, sehr ungünstig, finde ich. Weil ich mich gerade auf die Vampirkerle versteife. Oh, sieh mal an, der nächste im Wirbelmodus. Ich gehe da mal. Ja, ich gehe da mal rüber, wollte ich gerade sagen, aber war doch etwas zu spät schon dafür. Oh, Leute. Lass mir doch mal ein bisschen Gelegenheit zum Zuschlagen, Ausweichen, was auch immer. So, das sammle ich mal mit ein. So, da war doch schon mal ganz ordentlich.
einer von denen dürfte dann doch langsam mal umfallen. Zum Beispiel du hier. Du bist doch schon ewig. Ah. Wo ist er denn? Ich gehe da mal zur Seite. Oh, hier. Da ist er. Ich habe ihn nicht gesehen. Ist aber auch tückisch. Wie soll man die Kerle denn entdecken, wenn die hier einfach nur grau in grau auf dem Boden liegen? So, bloß noch einer von den Skelettmännern. Das ist schon mal ganz ordentlich. So langsam dünnt sich's ja dann doch aus, das Feld. Der Teilnehmer. Was auch Zeit wird, muss ich sagen. Ich meine, es ist schließlich Rätselzeit und nicht Kampfzeit. Ich dachte mir aber schon, als wir hier hingekommen sind, das sieht so nach einer Kampfarena aus. So, einfach draufhacken, jawohl. Habe ich jetzt Ruhe? Ich glaube schon, oder? Ja. Das ist gut. So, machen wir uns nochmal wieder voll. Jetzt muss ich... Shit, was habe ich genommen? Ich hatte... Verdammt, ich hatte Lichtmagie genommen. Das heißt, der hier ist Schattenmagie auf jeden Fall. Und die hatten gesagt, mindestens einer am Tor ist blau. Also muss der hier drüben so sein. Oder auch nicht. Habe ich nicht richtig aufgepasst? Okay, auf jeden Fall sind nicht sofort wieder zur Bestrafung neue Gegner gekommen. Das ist auch ganz nett. Ich probiere mal weiter. Das scheint zu passen. Das scheint auch zu passen. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Jetzt muss ich mich bloß noch entscheiden, wie herum ich das hier drüben mache. Nimm mal den und... Ja, sehr gut. Glück braucht der Mensch. Glück braucht der Mensch. Läuft. Ich finde, für eine sechsmalige 50-50 Chance sind zwei Fehlversuche gar nicht mal so übel. Okay, Leben wäre schön, ein bisschen mehr Leben. Apropos Leben, wir müssten doch eigentlich hier drüben wieder den Lebensspender benutzen können, oder? War der nicht hier? Irgendwo? Nicht? War der schon weiter unten, ja? Na gut, egal. So schlimm ist es ja dann doch noch nicht um unser Leben bestellt. Machen wir einfach mal weiter. Wer zur Hölle hat die Statue da hinten auf diesem, auf der Spitze angebracht? Ich meine, das ist nicht bloß architektonisch sehr ungünstig, gerade bei den Winden hier, sondern auch ästhetisch irgendwie, keine Ahnung, naja, nicht so glücklich gewählt, finde ich. Aber krasse Perspektive, ne? Ich meine, hat schon was. Hauptsache, uns stellt sich hier niemand entgegen. Aber wir können ja nicht runterfallen, zum Glück. Wenigstens das. Oh, hallo. Oh, solche mal wieder. Die höhlenbewohnenden Gremlins. Echt jetzt? Die graben sie nochmal aus? Die fand ich unglaublich nervig, muss ich sagen. So. Na gut, wenn es jetzt bloß noch zwei sind, die sollte ich dann vielleicht nicht mehr mit Flächenattacken angreifen. Einfach in Bewegung bleiben. Kleine, garstige Bastarde. Na, das ging noch. So, und jetzt ganz schnell drehen, bevor hier... Ah, verdammt. Bevor die nächsten kommen, wollte ich sagen. Aber da war es schon etwas zu spät für. So, Nummer Uno. Und der zweite folgt zugleich. Okay, jetzt aber ganz schnell. Dreh, was das Zeug hält, mein Freund. Ja, sehr gut. Was? Okay. Sollte das nicht eigentlich so bleiben? Das finde ich jetzt uncool. Räum mal die Statue weg. Das sieht irgendwie komisch aus, wenn hier bloß noch eine steht.
Okay, was können wir da tun, ist die Frage. Können wir überhaupt irgendwas tun? Nee. wollt ihr mich trollen? Ich glaube, ich bin gerade zu dumm dafür, für dieses Rätsel, für diese Art von Rätsel. Es geht auch nicht weiter zu drehen, also da ist dann nichts mehr zu machen. Und das Ding dreht sich auf der Stelle wieder um, wenn ich das loslasse. Also da funktioniert auch nichts. Kann ich es in die andere Richtung drehen? Nein, natürlich nicht. Wenn ich es loslasse... Ah ja, natürlich, der Hebel geht durch Gabriel durch, okay. Ich ahne eine Pause heraufziehen, in der ich herumprobieren muss, wie ich hier wegkomme. Gibt's ja nicht. Ich habe gerade keine Ahnung, ehrlich gesagt. Es leuchtet mir nicht so richtig ein. Ich meine, was könnte ich sonst machen? Außer drehen. Nicht viel, oder? So, lass mal kurz überlegen. Wie kann ich das Ding denn hier in dieser Stellung behalten? Geht das denn irgendwie? Ich wüsste nicht wie. Kann ich irgendwie mit meinen Fähigkeiten arbeiten hier? Nee, ne? Wobei, doch, lass das mal probieren. Ah, verdammt, der legt das sofort wieder ab. Ich dachte jetzt gerade, wir könnten mit der Schattenmagie vielleicht durchhuschen, aber kannst du vergessen. Nun denn, ich werde wohl eine Pause machen müssen, denn ich habe wirklich absolut gar keine Ahnung, was ich hier tun soll. Wir sehen uns gleich wieder, sobald ich das mal irgendwie ausbaldowert habe. Bis gleich. Okay, da bin ich wieder und ich vermute, eine Idee zu haben, was wir machen müssen. Was mir jetzt gerade erst aufgefallen ist, hier unten ist eine Treppe. Das heißt, vielleicht, wenn das Ding hier vorbeikommt, können wir uns hier durchfallen lassen. Müsste man mal probieren, denn diese Treppe führt dann sowieso wieder hier hinter. Das heißt, wir müssen gar nicht hier hinten durch das Tor durchkommen. Probieren wir es einfach mal. Und los! Schneller, 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 schneller! Okay. Das war nichts. Da sollte ich vielleicht doch eher hier drüben anvisieren. Und vielleicht auch von der Seite. Um zumindest einen Schritt einzusparen. Oh. Ja, das war sehr sinnvoll. Ha! Hat funktioniert. Ich bin sehr begeistert. Okay, wir können hier drüben weitergehen. Ich vermute aber mal, hier unten gibt es irgendein Secret. Wäre zumindest einleuchtend. Wenn Gabriel dann mal loslaufen möchte. Dankeschön. Interessante Einrichtung. So. Deswegen zerstören wir sie gleich mal. Wie immer eben. So, nichts für uns zum Einsammeln. Aber hier liegt doch ein Freund, den wir gern um seinen Lebensstein... Nein, nicht Lebensstein. Das war ein Lichtmagiestein, oder? Erleichtern möchten. Oh, crap. So einer. Aber wenn es nur einer ist, ist das ja okay. Einen allein kriegen wir hin. Ah, so viel dazu. So, jetzt muss ich bloß aufpassen, welchen ich schon angegriffen hatte. Den werde ich dann nämlich weiter ins Visier nehmen. Ich glaube, der rechte müsste es sein, ne? Oh, shit. Ich gehe dann mal. Ich gehe nun. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ach gut, ich habe ihn. Ah, sehr schön. So, das war's schon mal für den ersten. Ah, ich hasse sie. Ich hasse sie. Ich habe das Gefühl, die haben irgendwie im Laufe der Levels an deren Aggressivität geschraubt. Als ich denen das allererste Mal begegnet bin. Oh, fuck you. Waren die unglaublich einfach. Aber jetzt willst du denen nicht mehr begegnen, den Kerlen. Ah, shit. Vor allen Dingen habe ich auch gleich keine Lichtmagie mehr, was auch sehr ungünstig ist.
So, du Arschloch. Komm her. Ach ja, na, das kann ja lustig werden. Ich könnte demnächst wieder einen Magiespender gebrauchen. Aber ich würde sagen, erstmal machen wir einfach mal die Bude wieder auf und verziehen uns nach oben. Zack. Können wir eigentlich irgendwas mit dem Fenster anstellen? Nein. Hätte sein können. Ich freue mich immer, wenn ich ein bisschen vampirische Einrichtung zerstören darf. Moment. Nein. Okay. Die Wand sah so brüchig aus. Ich dachte mir, ich versuche es mal dagegen zu schlagen, um zu schauen, ob da vielleicht was zu machen ist. Aber nein. Eine wunderschöne Ansicht. Gut, machen wir uns auf zum Schloss. Ob wir jetzt an der Außenseite hochklettern müssen? Gabriel ist nicht zu beglückwünschen, muss ich sagen. Also ich wollte nicht unbedingt hier an der Fassade rumklettern. Vor allem nicht bei dem Wetter. Oh, das Begrüßungskommando. Zumindest ein bisschen Leben für uns. Nehme ich gern. Wenn ich schon keine Lichtmagie mehr habe, dann doch wenigstens Leben. So. Damit ihr gleich mal Bescheid wisst, wie friedlich mein Ansinnen ist hier. Wie man das als Besucher halt so macht, man zerstört erstmal die Inneneinrichtung des Gastgebers. Ach, siehst du mal, das war gar kein Lichtmagiestein. Das war der Schlüsselstein. Ah. Und damit haben wir das Level auch schon abgeschlossen. War doch gar nicht mal so lang, ehrlich gesagt. Gut, wir haben keinen Lichtmagiestein gefunden. Das ist ein bisschen schade, aber ich denke, damit können wir leben. Den werde ich im Nachhinein bestimmt nochmal suchen. Denn Lichtmagie kann man nie genug haben. Und damit geht's auf in den Uhrwerkturm.